um was geht's? Über alle Krisen und zukunftsfähige Ökonomie. Ich lerne im Folgenden kurz und schaue, dass ich so auf eine halbe Stunde komme. Dann haben wir Zeit fürs Gespräch. Insgesamt, wie gesagt, haben wir Zeit bis 10.15 Uhr relativ hart. Da geht es in die Workshops, machen ein paar Pause. Kurz anreißen drei, wie ich finde, zentrale globale Krisen, in denen wir stehen. Alles keine Spaßmacher, sondern alles Dinge, die potenziell sehr existenziell werden können. Unser Leben und leider Gottes, ich bin jetzt 61, vor allem euer Leben entscheidend prägen können und wahrscheinlich werden. Das geht ganz schnell, ja, wäre sehr schnell, ich habe gearbeitet nur mit Bildern, wird sehr schnell verstehen, was ich hinaus will. Im zweiten Teil werde ich kurz anreißen, was hat das eigentlich mit Ökonomie zu tun. In einem dritten Teil, der ist dann deutlich spekulativer oder jedenfalls stärker von einer eigenen Position geprägt, werde ich versuchen darzustellen, welche Grundsätze eine zukunftsfähige Ökonomie in dem Zusammenhang haben kann. Und dann werden wir ins Gespräch kommen und werde ich versuchen, mit euch eure Fragen an das, was ich da gesagt habe, kritische Nachfragen oder was auch immer, zu beantworten. Und vielleicht kommt ihr auch untereinander ins Gespräch, was ja auch schön wäre. Also, welche Krisen? Die globale ökologische Krise. Ich will es bewusst mal an der Überschrift nicht auf Klimawandel reduzieren, denn das ist es auf keinen Fall, das ist die Spitze des Eisbergs. So schlimm sie ist, es ist an sich. Ihr kennt die Bilder. Waldbrand in Kalifornien. Nein, das ist nicht in Bolivien. Nein, das ist nicht in Südspanien. Das war 2018 in Niedersachsen. Und das ist dieses Jahr in Pakistan. Ein Drittel des Landes unter Wasser. Ein Drittel des Landes. Das ist wahrscheinlich etwas, was ihr so in dieser Formulierung noch nicht so gängig hättet, aber die Herren, das sind jetzt in meiner Auswahl nur Herren, die kennt ihr. Das ist Herr Modi, Ministerpräsident von Indien, und auch den anderen Herren, Trump, Viktor Orban, Ungarn und Herr Putin. Alles Vertreter dessen, was man in der politischen Wissenschaft neuer Autoritarismus nennt. Also einer Variante, die man auch gelegentlich als elektorale Autokratie nennt, also eine Form, da gibt es noch Wahlen, Presse ist nicht frei, öffentliche Meinung ist manipuliert, es wird mehr oder weniger direkt mit ökonomischen oder eben direkt mit Gewalt Opposition stillgelegt und rechtsstaatliche Verfahren systematisch ausgehöhlt. Was das mit Ökonomie zu tun habe, dazu gleich mehr. Und auch die Bilder kennt ihr, dass ich das als eine geopolitische Krise benenne, ist wahrscheinlich neu für euch. Welche Bilder meine ich? Ist nicht ganz so ikonisch geworden, dieses Bild, wie derjenige, der es
aufgenommen hat, wahrscheinlich gedacht hat. Das ist ein Hubschrauber über der US-Botschaft in Kabul. Ja, das gab es auch noch, nämlich im Anfang letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, ja. Weil es ein ähnliches Bild, und das hat meine Generation sehr geprägt, gab, als das Regime in Südvietnam zusammengebracht, das ja von der USA gestützt war. Da gab es einen Hubschrauber über der damaligen US-Botschaft in Saigon. Deshalb ist für meine Generation dieses Bild ein sehr vergleichbares. Das ist ein Bild aus dem Konflikt, der momentan schon angesprochen war, von Zabarowski und dem Ukraine-Krieg, der momentan herrscht. Warum ich das als geopolitische Krise benenne, dazu auch gleich mehr. Das sind die drei Krisen, die ich ansprechen möchte, aufzeigen möchte, dass sie was mit Ökonomie zu tun haben, einige Vorschläge machen, in welcher Weise, davon ausgehend dann ins Nachdenken kommen, wie könnte man denn so über Ökonomie nachdenken, dass da Zukunft draus wird. Auch hier zunächst mal in Bildern. Eine Ökonomie besteht nicht nur aus Statistiken und Zahlen. Das braucht man auch. Aber es hat ja viel mit Alltagswirklichkeit zu tun. Deshalb auch hier erstmal Bildern. Wir haben uns an eine Wirtschaftsweise gewöhnt, die systematisch unseren Planeten, physische Natur wie lebende Natur, ausbeutet. Dafür steht das erste Bild. Kohlemine in Brasilien. Tagebau. Und wir haben, das ist die eine Seite, Welt als Ressource. Und wir haben dann auf der anderen Seite uns daran gewöhnt, Welt als Mülleimer zu benutzen. Das zweite Bild unten, im Meer schwebende Plastikmüll. Welt als ausbeutbare Ressource und als Mülleimer. Das ist eine systematische Eigenschaft der Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir uns versorgen mit den Mitteln des täglichen Umgangs. Das haben wir eingeübt über Jahrhunderte, diese Art mit Welt umzugehen. Das Problem ist, wir sind so verdammt gut darin geworden, uns für diesen Prozess ausbeuten, wegwerfen, Energie zu besorgen. Wir brauchen so viel Energie in unserem Wirtschaftssystem wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Was Sie hier sehen, ist ein Graph, der den Energieverbrauch, und zwar der Primärenergieverbrauch der Welt anzeigt. Übrigens eine sehr verlässliche und sehr gute Datenquelle für alles Mögliche, auch World in Data, kann ich mir empfehlen. Eine sehr, sehr schöne, gute Datenquelle. Links ab dem Jahr 1800, und man sieht deutlich, da passiert eigentlich relativ wenig bis 1850, selbst um 1950. Ja, das steigt an. Aber ab 1950 geht es BÄM. Nicht strikt, im strikten Sinne exponentiell, da gibt es Brüche. Wer genau hinschauen kann, kennt die entsprechenden Wirtschaftskrisen 1980, 2008 und 2021 sind genau diese kleinen Einbrüche, wo es dann erst wieder an einem anderen Punkt exponentiell hochgeht. Auch so sieht das aus. Erneuerbar ist gerade mal das hier. Ja, der fossile Energieverbrauch, mal schauen, ob er jetzt hier weiter so geht, ob er wieder ein weiteres hochkommt oder ob es tatsächlich so abflacht. Der
Exponent, der erneuerbare Energieverbrauch hat, ist gesteigert, aber mal schauen, da ist doch sehr im Weltmaßstab vergleichsweise wieder. Aber ich denke mal, da habe ich Eule nach Ansehen, das ist wahrscheinlich den meisten von euch bewusst. Globale Demokratiekrise. Was hat das mit Ökonomie zu tun? Zunächst mal von der Verursachung her. Hat das was mit Ökonomie zu tun, dass Leute wie Modi, Leute wie Trump, Leute wie Putin an die Macht kommen? Das Bild links, das visualisiert das Problem, auf das ich hinweisen will. Auch wieder im Alltag. Das ist ein Foto aus Sao Paulo, Brasilien. Ich denke mal, es ist relativ deutlich, was es zeigt. Extreme wirtschaftliche Ungleichheit. Links ein Apartmenthochhaus, wo jeder Balkon ein Swimmingpool hat. Und rechts eine Favela. Brasilianisches Elendsfeld, getrennt durch eine Mauer. Die These ist also tatsächlich, und da gibt es Evidenz dafür, dass Ungleichheit und vor allem steigernde Ungleichheit ein zumindest fördernder Faktor ist für Menschen wie Trump, Putin oder Orban. Es ist sicherlich nicht der einzige Faktor, das wäre übertrieben, gelogen, manipuliert. Was Sie rechts sehen, ist die sogenannte Elefantenkurve. Die ist sehr berühmt. Wenn Sie Elefantenkurve irgendwo googeln, dann ja, sieht manchmal anders aus, manchmal ist der Rüssel weniger hoch, das ist der Kopf des Elefanten, der hier dargestellt wird. Ne? Das ist Vorstellungsvermögen, der Kopf des Elefanten, da ist der Rüssel, der ist hochgehoben, manchmal ist der Rüssel niedriger oder nicht, hängt ein bisschen davon ab, wie weit man hier geht. Das stellt das Ganze dar. Das sind die weltweit gesehen, die 10% Ärmsten, 20%, 30%, immer jeweils 10% der Weltbevölkerung, sind das mal aufgestellt hintereinander von dem Ärmsten zum Reichsten. Hier der rechte Teil, da hat man den Maßstab auseinandergezogen, um die 10% Reichsten, die 1% Reichsten, die 0,1% Reichsten, die 0,01% Reichsten und so weiter abzubilden. Das hat man gezogen. Man müsste eigentlich, wenn man es maßstabsgerecht macht, wieder zusammendrücken, dann ist das der Rüssel noch steiler. Ist relativ unumstritten, dass das die Wirkung der sogenannten Globalisierung der letzten 30, 40 Jahre zeigt. Wie gesagt, im Detail umstritten. Was zeigt es? Von dieser Globalisierung haben profitiert am meisten die sehr, sehr, sehr Reichen. Also, das geht jetzt hier ganz rechts. Die 1% Reichsten haben 97% des allgemeinen, insgesamt weltweit des Volumens, des Einkommenswachstums auf sich vereinigt. Das heißt, 1% der Weltbevölkerung hat das Einkommen sich um zum Teil 250%, 200% oder mehr ist gesteigert. Der auch relativ viel davon profitiert hat, 100% Einkommensteigerung, 120%. Sind die Mittelklassen in Indien und China. Das sind hunderte von Millionen deutlich reicher geworden. Wer hat am wenigsten davon profitiert? Die ganz Ärmsten und die bottom 90% heißt hier, also alle, die nicht zu den 10% reichsten im globalen Norden, also in den Industrieländern gehören. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir in den letzten 40 Jahren sowohl im globalen Norden, wo viele dieser 1% Reichsten wohnen, natürlich nicht alle, große vergrößerte Ungleichheit haben, also die bottom 90%, die gewinnen kaum oder wenig von der Globalisierung, die anderen sehr viel, das heißt größere Ungleichheit,
und gleichzeitig im globalen Süden dasselbe Phänomen. Da haben sich sehr viele Menschen aus der Armut rausgearbeitet, auch da haben wir eine deutliche Steigerung der Ungleichheit. Es gibt sehr große Evidenz, dass steigende Ungleichheiten Gesellschaften anfällig machen, unstabil, anfällig für Populismus, anfällig für Autoritarismus, anfällig für die Politik, die ich vorher beschrieben habe. Ein Faktor, nicht der Faktor. Das Zweite ist natürlich, an der Stelle sei das auch gesagt, das hat natürlich dann auch wieder Rückwirkungen auf Ökonomie. Oder anders gesagt, Ökonomie ist immer politische Ökonomie. Ein Trump macht eine andere Wirtschaftspolitik als jemand anders. Ein Putin macht eine andere Wirtschaftspolitik. Und diese Wirtschaftspolitik beeinflusst dann wieder das Leben von Hunderten von Millionen. Also es ist in beiden Richtungen beeinflusst. Was meine ich mit geopolitischer Krise? Das hatte ich ja nur angerissen vorher. Was hat es mit Ökonomie zu tun? Es gibt ein historisches Muster in der Neuzeit, relativ stabil seit den letzten 500 Jahren, also etwa. Das wird immer deutlicher, umso näher wir an die Gegenwart kommen. Eine relativ stabile globale Ordnung, das heißt eine Art von Regelsystem, wie die Dinge zu laufen haben, haben wir immer dann, ich sage gleich von vornherein leider, wenn eine Macht, in diesem Fall eine europäische Macht, dominant ist. Europäische Siedler. Das beginnt der Zyklus so langsam, da ist es noch nicht richtig schön ersichtlich mit den Habsburgern im 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert. Deutlicher wird es vor allem in Europa, dann mit der Vorherrschaft von Frankreich im 18. Jahrhundert. Sehr klar wird dieses Muster im 19. Jahrhundert, da hat es auch einen Namen der Geschichtswissenschaft, da nennt sich das Pax Britannica, der Britannische Frieden. Großbritannien, die dominante Weltmacht, das Empire, haben wir nochmal schön im Abgesang, rituell in Form gesehen durch das Begräbnis der Queen jetzt, ne, das war alles Empire in Unförmchen und so weiter und so fort. Das Empire ist 25% der Weltfläche, gehörte zeitweise zu Großbritannien. Und das dann im 20. Jahrhundert abgelöst durch die Vereinigten Staaten. Dieses Pax Britannica ist übrigens nachgebildet, das Phänomen existiert natürlich nicht nur in der Neuzeit, sondern Pax Britannica ist Latein, und also Pax Romana ist die entsprechende Begriff für das Römische Reich. Da ist eben auch Frieden im Mittelmeerraum, Handel mit Staaten und so weiter und so fort. Nochmal, ich sage jetzt nicht, dass das gut ist, beschreibe ein historisches Muster. Die Führungsmacht des 20. Jahrhunderts wird im Grunde genommen seit 1950, ich habe jetzt hier keine Datenreihe gefunden, die das zeigt, da ist das Wert immer schwächer. Hier ist es gemessen an der Bruttoinlandsprodukt der Welt, und zwar der Anteil der USA, das ist hier in den 80er Jahren mal noch 22% und inzwischen so 14%. Also fast eine Halbierung. Das Tragische ist, die geben sich nicht einfach wie einen Staffel, den Staffelstab in die Hand. Die Habsburger den Franzosen, die Franzosen den Briten, die Briten den der USA und die USA dann wahrscheinlich China. In den Zeiten, wo die alte Vormacht schwach wird und es noch nicht klar ist, oder jedenfalls noch nicht, ja, das sage ich gleich, ausgekämpft ist, wenn die neue Vormacht ist, kommt es zu sehr vielen Kriegen. Kriegen zwischen den Mittelmächten, die plötzlich sagen, merken, es gibt keinen
kein Top-Dog mehr, der mir auf die Finger haut. Ich darf mal was ausprobieren. Jemen ist so ein Krieg, den wir vergessen, der ziemlich furchtbar ist. Da kämpfen halt die Saudis und die Iraner um ihre Einflüsse. Oder aber die Kriege, die in der Neuzeit dann Weltkriege werden, die gibt es nicht nur seit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, gab es auch schon zwischen den Briten und den Franzosen aus dem 18. Jahrhundert, der sogenannte Siebenjährige Krieg oder den Napoleonischen Kriege, die sind alle weltweit gefochten worden, auch in Kolonialgebieten. Wenn die zwei, die absteigende Großmacht und die möglicherweise aufsteigenden Großmächte miteinander kämpfen. Und der Ukraine-Krieg ist gewissermaßen in gewisser Hinsicht der erste, der wirklich 100% in dieses Muster passt. Nicht schön. So, das war jetzt Krise und was hat die Krise mit Ökonomie zu tun? Und ich glaube, beides nicht wirklich, um hier fröhlich aus dem Saal zu gehen. Wenn Ökonomie Teil des Problems ist, kann sie auch Teil der Lösung werden? Fragezeichen. Und da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Konkrete gehen. Das macht ihr zum Teil in den Workshops, da solltet ihr auch selber eher ins Denken kommen. Aber ich will euch ein bisschen ein paar Futter geben zum Nachdenken und andererseits auch so ein bisschen die grundsätzlichen Fragen anreißen, die es sich hier zu stellen gibt. Und dafür will ich zunächst einmal eine Reflexionsschleife drehen. Und zwar an dem witzigen Doppeldeutigkeit, an der witzigen Doppeldeutigkeit des Begriffes Ökonomie. Im Deutschen ist das eine sehr schöne Doppeldeutigkeit, die wir auch gerne an der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung immer wieder nutzen, auch in den Nennungen unserer Professuren, weil wir eben dann eine Professur für plurale Ökonomie in der ganzen Doppeldeutigkeit des Begriffs. Die Doppeldeutigkeit ist denn das? Und einmal ist Ökonomie natürlich die Wirtschaft. Aber wird auch genauso verwendet für die Wissenschaft, die über die Wirtschaft nachdenkt. Also der Gegenstand des Nachdenkens und die Wissenschaft, die darüber nachdenkt, mit dem gleichen Begriff bezeichnet. Das Witzige, Bemerkenswerte und Wichtige, dass diese beiden Elemente, die Wissenschaft, die über die Wirtschaft nachdenkt und die Wirtschaft sich wechselseitig stark beeinflussen. Also, es ist nicht unwichtig, wie wir über Wirtschaft nachdenken. Anfang war Wirtschaft ist undenkbar als Titel, weil das dann institutionalisiert, beispielsweise in Rechenwerken wie das Bruttoinlandsprodukt oder wie die Buchhaltung oder die Idee in der Steuergesetzgebung, weil das natürlich Wirtschaft wieder entscheidend beeinflusst. Natürlich gibt es auch den umgekehrten Weg. Wirtschaft über Lobbyismus oder sonst was beeinflusst die Art und Weise, wie über Wirtschaft nachgedacht wird, wie so Lehrmaterialien bereitgestellt werden und so weiter. Aber das beides ist wichtig. Das Denken über Wirtschaft hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir wirtschaften oder wie wir uns Wirtschaften vorstellen können. Und da, genau an diesem Punkt, will ich ein bisschen was mit euch andenken. Und das ist ein zentraler Impuls, den wir an der Cusanus Hochschule haben. Also, jetzt wird es, ich betone nochmal, also bisher habe ich tatsächlich über Dinge gesprochen, die natürlich nicht völlig unstrittig in der Wissenschaft, Gott sei Dank,
Aber wo es doch so ist, dass es viele Studien dazu gibt und man gute Argumente, viel Daten dazu hat, also in diese Richtung. Was ich jetzt präsentiere, das ist sehr viel stärker ja, von meinem Standpunkt aus betrieben. Dabei teile ich auch Argumente, aber das will ich einfach hier markieren und klar machen, dass es hier stärker von meinem Standpunkt herkommt. Ich bin überzeugt davon, dass zukunftsfähiges Denken über Wirtschaft, das ist zunächst einmal klar, ich werde sehr gut argumentierbar, wenn es eine Wirtschaftswissenschaft zukunftsfähig sein will, dann braucht sie eine Vision, eine Vorstellung von dem, wie es in Zukunft aussehen will. Ich will jetzt nicht zu sehr provozieren, ich könnte auch sagen, sie braucht einen Plan. Aber vergesst das gleich wieder. Also sie braucht eine Vision, eine Vorstellung, wie seine wünschenswerte Zukunft aussehen soll. Das ist das eine. Aber Utopien alleine, wenn es denn Utopie sein soll, reicht nicht. Es braucht auch eine klare Vorstellung davon, wie komme ich denn von A, hier, jetzt, mit den Menschen, wie sie jetzt sind, nach B, zu meiner wünschenswerten Zukunft. Also was ist der Weg? Gangbare Mittel und Wege zu einer solchen Zukunft sind zu nennen. Wenn man das akzeptiert, dann ist klar, solch ein Denken über Wirtschaft ist notwendigerweise normativ. Der Begriff wird euch wahrscheinlich nicht viel sagen, das heißt, ich habe ein bisschen so Kampfbegriff in Wissenschaft. Er enthält Aussagen über Wünschenswertes. Was ist wünschenswert und was ist nicht wünschenswert? Ansonsten ist diese Idee einer wünschenswerten Zukunft Quatsch. Ich behaupte auch, solch eine Wissenschaft muss Demokratie dienlich sein. Sie muss sich klar sein, dass sie nicht außerhalb eines gesellschaftlichen Debatte steht, dass sie Teil einer gesellschaftlichen Debatte ist und entsprechend arbeiten. Transparent, eigene Standpunkte offenlegen, ich habe es versucht gerade zu tun, in eine Debatte hineinsprechen, nicht als Halbgott in Weiß oder sonstigen. Ja? Durchaus im Sinne davon, wir haben gute Argumente, wir haben gute Daten, aber nicht im Sinne von, ich weiß, wie es geht. Damit zum letzten Punkt. Ich glaube, so eine Wissenschaft ist zwingend ko-kreativ. Heutzutage ist der moderne Begriff häufig auch transdisziplinär. Ich mag diesen Begriff ko-kreativ. Diese Wissenschaft weiß, dass sie bestenfalls ein Teil der Lösung ist oder ein Teil der Lösung hat und sie arbeitet entsprechend mit den anderen Akteuren, gesellschaftlichen Akteuren zusammen und hört zu. Was ist es hier? Was ich hier sage, ist mehr nicht, was gedacht werden soll, sondern wie man Wissenschaft betreibt, wenn man ein zukünftiges Denken über Wirtschaft will. Aber da jetzt nicht nur formal in diesem Sinne, ich glaube allerdings, diese Dinge sind wichtig, bleibt ein paar Teaser, Anreger zu den konkreten drei Krisen, die ich gerade benannt habe. Und da möchte ich kontrastieren etwas, was ich als Zusammenfassung pointiert, das herrschenden ökonomischen Denkens bezeichnen würde zu dem entsprechenden Problem und dann eine mögliche andere Sichtweise damit kontrastieren. In der Regel wird über die ökologische Krise in den herrschenden Wirtschaftswissenschaften so nachgedacht, wie ich es gerade hier versucht habe zusammenzufassen. Das Problem ist, dass es möglich ist, andere Menschen zu schädigen, ohne dafür zu bezahlen. Der formale Wissenschaftsbegriff in der Volkswirtschaftslehre ist externer Effekt. Es gibt
externe Effekte. Ich erlaube Menschen, ein Auto zu fahren, damit werden Schadstoffe in die Luft gepustet, diese können andere Menschen krank machen. Und dafür muss ich ihn bezahlen. Die wirtschaftspolitische Lösung ist meistens, die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Wobei ökologische Wahrheit klingt gut, ist eigentlich in dem, was vorher gesagt ist, im Grunde genommen nicht gemeint. Aber ja, ich sage es, lass mal so stehen. Damit will ich ein anderes Bild kontrastieren. Weil ich schon dazu sagen will, dass gerade wenn es darum geht, von A nach B zu kommen, ökologisch richtige Preise nicht verkehrt sind. Aber ob sie wirklich zum Kern des Problems vordringen, das will ich doch in Frage stellen. Ich glaube, wir haben uns in der von schon erwähnten Neuzeit ein verqueres Verhältnis zur Natur angewöhnt. Wir haben uns nämlich daran gewöhnt, den Begriff überhaupt so zu verwenden. Man müsste eigentlich immer sagen, nicht menschliche Natur, denn selbstverständlich sind wir Natur. Wir sind Teil der Natur und nicht Herrscher über sie. Ganz fundamental. Dieses Denken, Ausbeuten, Wegwerfen hat viel zu tun mit Missachtung, hat viel zu tun mit wir are Boss. Aber nicht nur der Boss, sondern wir können es ignorieren im Grunde genommen. Unser Leben ist aber in ständiger Wechselbeziehung zu nichtmenschlichen Natur. Wenn ihr euch das vorstellt, ihr seid ständig umgeben von Material, das aus der Natur genommen ist, von nichtmenschlichem Leben und so weiter und so fort. Ihr seid keine isolierten Existenzen, sondern ihr seid ständig in Beziehung. Wenn man von diesem Weltbild ausgeht, dann hat das Konsequenzen. Und wenn man aber gleichzeitig denkt, wir sind da, wo wir sind, dann sagt man, wir sind jetzt so mächtig geworden, wir sind the Boss, Anthropozän, so heißt das, dann müssen wir halt versuchen, zumindest Anwälte auch des nichtmenschlichen Lebens auf der Erde zu werden. Also dieses nichtmenschliche Leben irgendwie in unsere gesellschaftlichen Prozesse hineinzunehmen. Die Form, in der das geschehen könnte, da gibt es interessante Vorschläge dazu, ist, die Natur braucht einklagbare Rechte als Natur, nicht weil irgendjemand ein Mensch geschädigt ist, sondern weil Natur beeinflusst wird. Und sie braucht in unseren Entscheidungsprozessen entsprechende Vertreterinnen. Witzigerweise gibt es sehr etablierte Juristen, neulich im Aufsatz eines Kollegen von der LMU in München gelesen dazu, die genau sagen, es geht, natürlich geht es. Wir müssen es nur wollen, politisch. Demokratiekrise. Herrschende Wirtschaftswissenschaft, würde ich mal so charakterisieren wollen. The business of business is business. Milton Friedman, ein sehr bekannter Ökonom des 20. Jahrhunderts, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Jetzt mal so übersetzt dieser Satz oder interpretiert, ist es nicht Aufgabe der Wirtschaft, sich in politische Fragen einzumischen. Auch nicht der Wirtschaftswissenschaft. Und die Einkommens- und Vermögensverteilung ist eine politische Frage. Not our business. Ja? Ich habe das vorher schon am Rande erwähnt. Wirtschaft ist die Versorgung der Menschen. Darum geht es. Wirtschaft dient. Und sie darf dabei die Bedingungen für ein gutes Leben dieser Menschen in einer Gesellschaft nicht untergraben. Und wenn wir wissen, was gute Argumente dafür gibt, dass wenn eine wirtschaftliche Ungleichheit in einem Land sehr groß wird, dass dann dieses Land, diese Gesellschaft instabil wird, dann ist es verdammt normal, Pflicht der Wirtschaftswissenschaft darüber nachzudenken, wie können wir ein Wirtschaftssystem systematisch, nicht ad hoc, davor schützen, dass wir eine zu große Ungleichheit in Gesellschaften produzieren. Wie wird es dann? Schwer.
ersten in gewisser Hinsicht. Ich glaube, der Standard ist relativ leicht zu formulieren. Eine freie Marktwirtschaft führt auch global zum Ausgleich der Wohlstandsunterschiede. Was die Märkte nur walten, alles wird gut. Sie schafft globalen Wohlstand und führt zum Einebnen der Wohlstandsgefälle. Der globale Süden muss die Erfolgsrezepte des Nordens nachahmen. Wir haben es geschafft, wir müssen einfach so werden wie wir. Oder nur wenn der globale Süden im Denken und Handeln eigene Werte gehen, eigene Wege gehen darf, kann dort Armut bekämpft und können die Fehler des Nordens vermieden werden. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich angerissen habe. Warum ist das schwer? Weil für die anderen Dinge, die ich da gesagt habe, da kann ich relativ gut Wege von A nach B benennen. Für diese Forderung, diesen Weg und diese Idee, ist es deutlich schwerer, aber zumindest mal als Zielvorstellung. Damit dies möglich ist, brauchen wir eine Weltordnung, die eben nicht mehr von den jeweils mächtigsten Nationen bestimmt wird und von Lebenschancen für alle sorgt. Also dieser Zyklus, den ich vorher beschrieben habe, in dem wir drin sind, und der uns möglicherweise andere große Gefahr tatsächlich den Planeten um die Ohren fliegen lässt, aber dann eben in pilzförmiger Variante. Wir müssen davon wegkommen, dass der jeweilig mächtigste Staat die Weltordnung bestimmt. Wir haben Ansätze, so viele Ansätze wie noch nie zuvor. Ob sie reichen, ist fraglich. Wir haben das UNO-System, das gab es im 19. Jahrhundert und nicht im 18. Jahrhundert nicht. Es gibt eine Art von Institutionalisierung einer Weltordnung auf global. Aber ob die so schlagkräftig werden kann, dieses Spielchen, in Anführungszeichen, zwischen den mächtigen Staaten zu bremsen, zu kanalisieren oder wie auch immer man das nennen will. Fragezeichen. So, ich danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt wollen wir demnächst ins Gespräch kommen. Herzlichen Dank.